Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo, willkommen zurück zu Curious Expedition 2. Ich nehme das Ganze noch am Stück auf, ich habe einfach mega Bock. Es wird zwar schon gerade wieder ziemlich spät, aber wir sehen hier den Eiffelturm und wir sind in 1887 angekommen. Archipel freigeschaltet, du kannst nun Expeditionen im Archipel-Biom spielen, das von Salamandern beherrscht wird. Ja, da haben wir ja gute Erfahrungen gemacht, sag ich mal. Wie gesagt, ich kann einfach nicht aufhören zu spielen. Es macht Laune. Das ist eine coole Sache. Nach meiner Rückkehr nach Paris ließ ich die Organisatoren der Weltausstellung wissen, dass Maller auf der Insel bleiben würde, um die Forschung fortzusetzen. Ich wiederum wollte meine eigenen Erkundungen fortsetzen. Wer wusste schon, welche Wunder noch zu entdecken waren? Die fantastischen Beschreibungen der vielfältigen Fauna, die ich auf der geheimnisvollen Insel zu finden fand, sorgten für Aufsehen in der Stadt. Anscheinend suchten die Royal Avalon Gesellschaft, Lux Laboratorium und Akademie Taishi eifrig Entdecker, um die meisten Tiere zu zähmen. Ha, na das machen wir doch gerne. Zähme so viele Tiere wie möglich, ja. Um zu gewinnen, schreib dich in einer Clubhalle deiner Wahl für den Wettbewerb ein. Zähmen in 5 Tagen muss ich irgendwas, irgendein, eh so ein Viech, was ich schon habe, glaube ich, muss ich nochmal zähmen. Ja, okay. Ja, gerne. Gerne. Rang plus 500. Belohnung Frühbehut. Das bringt mir erstmal nicht so viel. Das ist offenbar ein Hut und ich habe ja nur Tiere. Was soll denn das? Ich soll Tiere zähmen und dann kriegen Hut? Soll ich dem der Zelle dann draufsetzen oder was? Okay, na gut. Als ich zum Ausstellungsgelände hinüberblickte, stieß ich mit einer murrenden Gestalt zusammen. Der hier. Es war der Ausrüstungshändler. Ich hatte nicht erwartet, ihn jemals außerhalb seiner Schummringgast zu sehen. Er trug ein seltsames, kleines und haariges Objekt bei sich. Ein kleines Ferkel. Okay. Mhm. Nimm es, schnell. Jetzt ein neues Expeditionsmitglied. Trüffelschwein. Du musst einfach nur loswerden. Das Trüffelschwein an dich nehmen. Behalte, schlachte es, verkaufe es, mir egal. Okay, nehmen wir es mal. Ganz aufgeregt, großen Augen, da wusste ich sofort, dass wir Freunde werden würden. Ja, schauen wir mal, für wie lang. Was bist denn du? Ein winziges Trüffelschweinchen, das am liebsten seine Schnauze zerfolgt. Aus irgendeinem Grund hat es noch keine einzige Trüffel aufgespürt. Verbleibt nach Abschluss der Expedition im Inventar gewichtslos, kann nicht feingelassen werden oder gehandelt werden. Abklingzeit 40. Ich könnte mir mal vorstellen, das frisst alles raus, was man so im Inventar hat. Aber schauen wir mal, was für einen Nebeneffekt das haben wird. schauen wir noch mal zum zwielichtigen Händler. Tag, na? Bock auf ein Trüffelschweinchen vielleicht? Das wäre lustig, wenn ich es jetzt noch mal verkaufen könnte. Flexibler Sattel fügt beim Reiten folgenden Status hinzu. Grundkosten für Bewegung minus 22, Kapazität minus 1 versus Sattel. Minus 22, aha. Das ist der Vorteil, das ist Stufe 2. Ausrüstung, Bonus beim Finesse-Herausforderungen. Okay, das bringt mir gar nichts, das auch nicht. Das auch nicht. Geistige Gesundheit durch Kampf. Ja, könnte ich halt der Hyäne zum Beispiel geben. Dicker Lederharnisch, dann wird sie einfach noch ein bisschen besser. Wie teuer ist das? 5? Nee, oder? 17. Ach du grüne Neune. Okay, was ist, wenn ich dir meinen zurückgebe?
Okay, krass. Krass, ist einfach nochmal extrem teuer. Dann hätte ich noch 7. Boah. Ich meine, schöne Reduzierung der Grundkosten, das ist wirklich, wirklich positiv. Die Sache ist, vielleicht kann ich selber machen. Maybe. Schauen wir mal kurz zu den Royal Avalon. Hieß mich herzlich willkommen an Wettbewerb teilnehmen. Soll ich das dann für Sie machen? Clubgeschäft. Da gibt es dann die Tee-Tasse. Kanne. Tanne. Geistige Gesundheit. Keine Reisestartkosten für 20 Tage. Wow. Wow. Nice. It's tea time. Moment. Kann ich das speichern auch mal? Nee, nur speichern und beenden. Okay. Nee. Ja, genau, dann schauen wir da noch rein. Vielleicht kann ich noch irgendjemanden rekrutieren. Als ich die Bar betrat, stellte sich ein exquisit gekleideter Mann vor. Es handelte sich um Virgil King Trask, seines Zeichens Finanzier von Expeditionen, tausche Tickets ein, um im Schiffsladen ein höheres Budget zu kriegen. Wow. Mhm. Schauen wir mal, was wir rekrutieren können. Wir haben einen Jagdhund, der ist Level 2. Ein Pferd, das ist auch Level 2. Und das war's. Nö, dann nicht. Den Hund darf ich auch nicht hergeben, der ist ja der beste Freund vom Yeti. Und der Yeti ist der beste Freund von uns. Alles nicht so cool. Söldner anheuern. Ein ergrauter Söldner stellte sich vor, er hatte vor. Vernommen, dass ich fähige Männer suchte für seine Dienste, verlangte einen üppigen Sold, den ich im Voraus bezahlen sollte. Er versicherte mir durch, dass er sein Geld wert war. Zuinistischen Veteran anheuern. Verbraucht keinen Platz in der Gruppe. Das ist gut zu wissen. Kostet 10. Ist der dann weg nach dem nächsten Mal? Und er hat gleich eine Pistole mit. Kostet mich 10 Tickets. Dann kann ich den aber nicht mehr ab. Dann kann ich. Ich kann nur das eine oder andere machen. Entweder ich hol ihn oder ich grade ab. Ich grade den Sattel ab. Mit den 22 Bewegungskosten minus, respektive minus 12, weil wir haben ja schon 10. Wenn ich mich nur entscheiden könnte, was wird's denn? Christopher Beddoes Durand? Der Pistolenexperte? Oder wird's doch ein geiler Sattel? Bringt mir beides was. Ist beides sehr, sehr gut. Ist beides exklusiv gut. Finanziell höheres Budget für weniger Tickets. Das lehne ich mal ab. Akademie Taishi, was haben wir da? Mitglieder trainieren, Clubgeschäft. Mit dem haben wir noch gar nichts. Ich gehe wieder auf Verlassen. Und dann schauen wir uns noch bei dem Lux was an. Ausrüstung aufwerten. Stimmt, du kannst ja auch den Sattel verbessern. Fügt beim Reiten folgenden Status hinzu. Minus 12. Und das kostet 7. Ja, dann der Winner ist das hier. Also ich hoffe jetzt einfach mal, dass das dann genau das bedeutet. Minus 22 dann. Dass es ein flexibler Sattel wird. Müsste ja eigentlich, oder? Oder ist es einfach Sattelstufe 2?
Ah, das ist jetzt blöd. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Aber das würde ich jetzt, ehrlich gesagt, würde ich das jetzt gern speichern. Es halt echt fies wäre, wenn das nicht der flexible Sattel wird. Fügt beim Reiten folgenden Status hinzu. Nee, das ist nicht dasselbe. Das ist nicht, das ist kein flexibler Sattel. Ich glaube, das ist ein Fail, wenn ich das ausgebe. Das ist, glaube ich, ein Fail. Das, ja, das wird es nicht sein. Schade. Ziemlich sicher, weil dann müsste es anders dastehen. Komm her. Komm her. Ich finde den echt gut und er ist schon auf Stufe 2. Ah. Aha, aha, aha. Stufe 1 gibt's gar nicht. Okay, sonst hätte ich mal gedacht, ich nehme den auf Stufe 1 und grade ihn dann woanders auf, wenn es günstiger ist. Aber nee. Dann machen wir's so. Abgemacht. Den Kauf bestimmt nicht bereut. Naja. Ja, das ist super. Das ist nicht verkehrt. Kann ich auch Tickets irgendwie noch kriegen? Wäre vielleicht auch noch ganz cool, wenn ich da mit dem in dem Kassier hier rede. Würde mich freuen. Okay, schauen wir mal zu den Avalon-Gesellschaften und wir nehmen am Wettbewerb teil. Genau. Natürlich. Natürlich, dafür sind wir da. Das machen wir gerne. Zähme so viele Tiere wie möglich umzugewinnen. Steht jetzt nicht da, wie viele? Tierflüsterer. Hallo Valvorik, du möchtest dich den Tierwettbewerb des Forscherclubs stellen. Großartig, wir möchten dir nur schnell die Regeln erklären. Damit du teilnehmen kannst, müssen wir deine Kontoinformationen auf unserem Server speichern. Okay. Mhm. Schummeln verboten, wir speichern statistische Daten über deinen Fortschritt, dass alle Spieler sich an die Regeln halten, sind die zwei wichtigsten Punkte. Wir bitten dich jedoch darum, die vollständigen Richtlinien durchzulesen. Okay, ich mach das mal kurz und bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ich habe das ganze Spiel neu starten müssen. Jetzt hat es funktioniert. Ja. Ich habe mich da jetzt eingetragen und bekomme jetzt gerade die Info, dass die hier schon viel weiter fortgeschritten sind. Das ist ja mal fies, dass ich da auf Platz 3 bin. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mich vielleicht auch eher für die hier entschieden. Aber okay, mein Beitrag ist noch 0 und wir haben noch 5 Tage. Und was auch immer das Vieh hier bedeutet, gibt es das vielleicht auch noch als Belohnung? Man weiß es nicht. Okay. Gut, dann gehen wir auf Verlassen. Warte mal, Erkrankung heilen. Ne, braucht man nix. Beim Clubgeschäft gibt es nicht wirklich was, was wir brauchen. Da können wir auch rausgehen. Söldner anheuern bringt mir leider nix. Weil ich nicht genug Tickets habe. Finanziell könnte ich natürlich für 25 Dollar noch 5 Tickets mir gönnen. Brauche ich aber auch erstmal nicht. Dabei hatte ich ja die 5 Tickets. Altes Theater, da gab es auch nicht großartig was Spannendes. Dann gehe ich einfach los, oder? Würde ich sagen, Expedition auswählen. Verließ das alte, verlassene Theater. Ich verließ das verlassene Theater. Na dann. Expeditionen. Was wird's denn werden? Die goldene Pyramide. Das ist eine okaye Schwierigkeit. Hat 99 Budget. Irrungen und Währungen. Von beiden schon ein bisschen mehr. Die Regenbogenorchidee. 3 Schwierigkeitsgrad. Oder das Monster aus der Legende.
Beweise, dass die Legende wahr ist. Man erzählt sich, dass diese weit entfernte Insel die Heimat einer riesigen, sagen wir, umwobenen Bestie ist. Bringen Sie uns den Beweis für die Existenz der Bestie. Darf ich auch die Bestie selber mitbringen? auf das hätte ich Bock. Darf ich die Bestie selber mitbringen? Ja, finde ich selber gut. Expedition starten. Wir werden sie gut ausstatten. Gott sei mit ihnen. Beschloss, die letzte Nacht an Land zu genießen, bevor mein Schiff im Morgengrauen ablegen würde. Ich hielt mich bereits seit einer Weile in der Taverne auf und hatte schon eine ordentliche Menge französischen Likörs intus, als mich eine fremde Person, die auf mich zukam. Sie war eindeutig betrunken, fordert mich zu einem Trinkspiel heraus. Nicht schon wieder, aber rot geht. Rot kriege ich hin. Also, ich bin zu betrunken. Erfolgreich. Ein Blick auf die Beschriftung verriet, dass es sich um fast reinen Alkohol handelt. Ich trank mein erstes Glas, ohne zu zögern. Meine Kehle brannte, aber ich hatte Feuer geschluckt. Brachte ein Lächeln zustande. Und Budget plus 5. Na dann. Wuhu. Doppelter Gewinn. Nochmal. Das ist nicht so gut. Nein. Da macht man Rückzieher. Dankeschön dafür. Ja, blau ist nicht so unser Freund. Rot, cool, blau. Mäh. Vorräte kaufen. Wir haben, wie viel Geld haben wir? 116. Okay. Ja, wir haben den fetten, flexiblen Sattel. Das ist super geil. Wir brauchen 3 Sanitätskasten, gerade wenn wir ein fettes Monster jagen. Dann wäre es ganz cool. Konservendosen. Alle mitnehmen. Fügt einem Kampf etwas Pep zu. Was könnte man denn sonst noch machen für den Kampf? Wahrscheinlich wird es zum Kampf kommen, sonst kriegen wir keinen Beweis für das Vieh. Fängt einen Feind auf der Karte ein, fügt ihm Schaden zu und macht ihn bewegungsunfähig. Wäre witzig. Hat eine beruhigende Wirkung. Reduziert den Reisestress. Das finde ich halt auch echt gut. Wird sich gerade ausgehen. 8 Gesundheit und keine Reisestartkosten. Das ist halt schon bonkers. Oder halt da diese ganzen Tränke für irgendwelche Herausforderungen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Dynamite. Notfalls. Aber wenn es nur ein Monster ist, bringt Dynamit wahrscheinlich auch erstmal nichts. Also im Kampf. Ja. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es doch noch nicht, Leute. Vielleicht nehme ich einfach ein Dynamit mit. Sicherheitshalber. Und sonst lassen wir es vielleicht so bleiben. 2 blaue noch. Oder Käse noch. Käse geht sich nicht aus. Dann nehmen wir 2 blaue mit. Es geht ins Hochland. Okay, sonst hätte ich mir noch was Dschungelmäßiges mitgenommen, die Kletterausrüstung. Ach so, Hochland, das ist auch zum Klettern, ne? Ah, ne, egal, ich mach's einfach so. Ich mach's so. Let's go. Nö, ich glaube, ich brauch sonst nichts. Dann kann ich loslegen. Expedition starten. Neues Ziel, Zähmetiere. Ich hatte geschworen, dort Tiere für die Royal Avalon Gesellschaft zu finden und zu beobachten und ich würde nicht versagen. Natürlich nicht. Beweise die Existenz des Monsters. Schaut cool aus. Schaut geiler aus als mein Monsterchen.
gleich mal ein Insulaner. Da kann ich jetzt überlegen, wo ich aussteige. Oh, sehe ich irgendwo ein Monster? Nö, erstmal nicht. Frage ist, ob ich wieder zurückkehren soll. Aufs Schiff. Wahrscheinlich muss ich zum Schiff zurückkehren. Ziemlich sicher. Ich brauche sonst nichts anderes mitnehmen. Dann gehe ich mal auf den Insulaner zu, oder? Unser erstes Zusammentreffen mit den Bewohnern der Region war eine Begegnung mit zwei Spähern. Sie reagierten mit großer Überraschung auf unser seltsames Aussehen. Selber seltsames Aussehen. Es dauerte nicht lang, bis wir kommunizierten konnten. Wir hatten viele Fragen. Ihre erste war, wo ich denn hier käme? Aus der Geisterwelt. Oder die Wahrheit sagen. Aus der Geisterwelt erfordert ein Blauer. Also wir hätten sogar einen Trank. Soll ich es machen? Ach, wäre sich sogar ausgegangen, okay. Aus der Geisterwelt, während ich meine Geschichte sponnen und die Insulaner still, sie zeigten sich äußerst beeindruckt von meiner überirdischen Herkunft. Beruf plus zwei. Oh, geil. Und es gab andere Fragen, die größtenteils unwichtig waren. Ich war erleichtert, als es vorbei war, nach dem Stamm erkundigen, nach dem Dorf erkundigen, um Nahrung bitten, ein Geschenk überreichen. Nach dem Stamm erkundigen. Dann können wir nämlich noch mit dem Oberhaupt reden. Eventuell. Maybe. Oder wir bitten einfach um Nahrung. Oder wir bitten um Nahrung. Ah, komm, machen wir das. Sind wir mal nett. Mehr über die Kultur erfahren, genau, plus eins, ruft die Einheimischen, erzählt mir, sie kommen auch aus irgendeinem Dimensionsportal. Nee, von einer Kriegertradition. Mhm. Ein starkes, stolzes Volk, ja, der schaut schon aus wie so ein Schotte. Es war an der Zeit zu gehen, ich verabschiede mich und setzte meine Reise fort. Wo geht's denn hin? Wo wollen wir denn hin? Der Kompass hat sogar eine fette Genauigkeit, sagt mir, irgendwo in den Westen. Das hätte ich mir aber auch fast selber gedacht. Da wird es natürlich auch hingehen, als Möglichkeit. Wo haben wir die Clouds? Die sind da eh überall auf der Seite, okay. Mhm. Gut. Das heißt, 27 kostet das, dann... Ah ja, okay, und da ist der Nachteil, ich werde da wahrscheinlich nicht vorbeikommen. Oh, das sieht aber interessant aus hier. Das sieht interessant aus, da ist irgendeine Hütte. Ich reiß da mal hin. Jubi, das Trüffelschweinchen. Du kannst Jubi anweisen, Gegenstände von benachbarten Feldern zu sammeln. Welche Gegenstände es findet, hängt vom Feldtyp ab, von dem Jubi sammelt. Ja, wahrscheinlich erstmal nicht. Ne, oh, ach Gott, das hier. Doch kein Dorf. Oh je. Und da haben wir die wilden Kobolde. Was haben wir da? Nebel. Okay. Ist der Nebel wegen den Fumarolen? Oder ist der Nebel einfach so? Könnte sich da vielleicht ein wildes Tier darin verstecken? Gott, ist das alles teuer? Sind die Bewegungskosten teuer? Jubi? Let's go. Such mal vom Wunschbrunnen. Spring mal rein.
Sternfrucht. Du willst, dass wir das essen? Dankeschön. Aber immerhin. Was gratis, ist ja auch nicht verkehrt. Aufeinander geschichtete Steine formten eine brunnenähnliche Struktur, als der ein grelles, strahlendes Licht hervorquoll. Ja, genau. Strahlend. Naja, geht so. Genau, da kommt wieder was aus dem Brunnen. Das kennen wir ja auch schon. Mit dem können wir handeln. Eine leuchtende Sternfrucht gegen eine Sternfrucht. Wie wäre es damit? Der hat eine Peitsche. Eine... Ach, nee. Betäuben. Betäuben ist gut, aber wir haben keine Hände zur Verfügung, leider. Sie ist ja die einzige, die eine Hand hat und da hat sie schon eine Papagei drauf. Schade, wenn das was anderes gewesen wäre, wenn ein Tier eine Peitsche hätte haben können, wäre das natürlich nice. Revolver bringt uns dann dementsprechend auch nichts. Ein Traumpilz. Boah. Boah. Lass mal vielleicht mal eher die Hände davon. Wetterballon, Sanitätskästchen und die Frucht brauchen wir alles nicht. Aber ich werde wieder hineinklettern. Erforderlich rot und grün. Let's go. Yes. Sehr schön. Das nehmen wir an. Klettern rein. Schauen, was drinnen ist. Oh, Tea Time. Geil. Und Blitzpulver. Ausgezeichnet. Dankeschön. Jetzt kann ich den Schrott mit dir handeln. Ja, will er tatsächlich wollen. Cool. Ja, nee, ich brauche eigentlich nichts. Wetterballon wäre eine Option. Ist auch sehr, sehr günstig. Habe ich irgendwas günstiger stattdessen? Nee. Nee. Lass mal das. Gehe ich durch den Nebel? Da ist das Vieh. Das ist das Vieh, was ich brauche. Frage ist, was im Nebel drinnen ist. Was erwartet mich im Nebel? Ist das alles teuer? Teure Bewegungskosten und dann muss ich da irgendwie außen rum. Oh mein Gott, aber ich bin halt schon auf halbem Wege. Schauen wir mal, was da uns im Nebel erwartet. Eine Alchemistenhütte. Nachdem ich große aufsteigenden Wolken von Lila Rauch? Erspäht hatte, folgte ich ihnen und stieß auf eine kleine Hütte tief in der Wildnis. Eine Gestalt mit irren Augen tauchte aus der Hütte auf und blinzelte mich an. Sie war scheinbar nicht an Tageslicht gewöhnt. Nach einer kurzen Begrüßung bot sie aufgeregt an, sämtliche Metallgegenstände, die ich entbehren konnte, in reines Gold zu transmutieren. Nee. Das lassen wir mal schön. Dankeschön. Danke dafür. Bei den Fumarolen weiß ich leider nicht, wann sie genau ausbrechen. Wenn ich jetzt da direkt vorbei latsch, könnte das natürlich doofe Nebenfolgen haben. Da unten ist das Vieh. Ich probiere es einfach. Was kann da schon passieren, ne? Das war gut, dass wir mal alles aufgedeckt haben. Da gibt es jetzt einen unbekannten Ort, ein Loch. Ja, nehmen wir das. Ach, das Dorf. Dem Dorf nähern. Ausgezeichnet.
Oh ja, das wäre auch gut, wenn wir da übernachten könnten. Und wir haben noch nichts Negatives angestellt. Das heißt, wir können auch noch mit dem Dorfoberhaupt reden. Aber all das... Oh, oh Gott, da haben wir dieses gigantische Tier da unten. All das, liebe Leute, sehen wir beim nächsten Mal. Ich sage euch vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.